Moin, Digga. Moin. Was geht? Jo, mal ein bisschen chillen hier, ne? Bisschen chillen, ne? Bisschen entspannten machen, Alter. Nice, ja, läuft, Alter. Kann man sich mal geben mit der Glotze hier auf jeden Fall. Ja, das Ding ist halt, er ist nicht an, deswegen ist es jetzt nicht so der Wahnsinn. Aber, ja, aber man könnte ja, ne? Man könnte. Das ist immer das Wichtigste, Leute. Solange ihr könnt, dann ist das das Gute. Hier im Haus, falls ihr nicht bekommen habt, neues Haus gekauft, falls ihr das Video nicht gesehen habt, checkt mal unten einfach die Beschreibung aus. Sauna, Fitnesscenter. Fitnesscenter übertreibe ich komplett. Aber man kann. Ja, krass, ey. Was war jetzt nochmal? Wie bist du da reingekommen? Also was haben die Nachbarn erzählt? Wie haben das hier gehört? Oha, Leute, guck, pass auf. Die Nachbarn sind cool soweit, ne? Und es gibt zwei Storys. Einmal hat, warte, ich muss das erzählen, Alter, ich bin richtig drin. Ja, jetzt erzähle ich dir, warte. Momentchen mal. So. Also Leute, ihr glaubt nicht, was passiert ist. Das Haus hier habe ich gekauft bei einer Zwangsversteigerung, ja. Und deswegen sind auch einige private Sachen drin, hast du nicht gesehen, aber angeblich soll die eine Familie gewesen sein, die umgebracht worden ist, weil die ist einfach verschwunden. Und manche Nachbarn denken, die wurde umgebracht. Ich hoffe nicht, weil ich habe Angst vor Geistern und so einen Scheiß. Und ab und zu hört man ja auch ein bisschen Geister. Aber die andere Story habe ich dir nicht erzählt, Tobi. Pass auf. Die sprechen ja hier immer bla 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 und dann wird gefragt, okay, was machst du so, ne? Weil ich bin ja jetzt nicht alt, ich bin jung, und die so, ja, ich bin Pornodarsteller, so, weißt du, nein, Quatsch. Auf jeden Fall haben die gesagt, ja, hier genau nebenan wohnt auch so ein junger Kerl, ein Fußballspieler und der ist auch voll erfolgreich und ich denke, so ein Fußballspieler wohnt hier? Ich denke, was? Ja, ja, auch richtig guter und so, ich weiß gerade nicht, ich habe den nächsten Namen vergessen, so, aber der spielt bei HSV. Ich denke, was, HSV? So, ich zeig dir mal ganz kurz welches Haus. Von hier kann man das nicht sehen. Ich muss einmal runtergehen. Weil ich bin nicht so richtig drinne in der Fußballwelt so. Aber ich glaube, also die haben sich am hochgepult. Ich habe gerade auch geguckt, warte mal, ich habe gerade, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, ich habe gerade links offen gehabt, HSV, weil ich wollte eben noch herausfinden, so wer ist das, weißt du? Weil ich habe den einmal auch kurz gesehen, aber wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Deswegen weiß ich nicht genau, wer das ist. Aber HSV ist gerade auch irgendwie, ich glaube, abgestiegen, deswegen sind die jetzt. Glaube ich, das ist halt nicht so krass. Jetzt nicht, wenn irgendwelche HSV-Fans mich hier zerstören. Aber jetzt nicht aufrichtig rauszoomen, nicht, dass jetzt irgendwie, dass das irgendwie, ne, Privatsphäre zerstört wird. Aber genau in diesem Haus hier. Hier so ein Stückchen. Ja, sieht halt cool aus. Ja, die haben auch richtig nice und. Achso, ich habe gar nicht gezeigt gestern von der Seite das Haus. Weil wir haben ja noch so einen kleinen, hier haben wir auch noch so eine Patch hier, Leute, und so einen kleinen Springbrunnen. Also falls ihr das gestern nicht gesehen habt, ich habe es vergessen zu zeigen, weil ich dachte mir, okay, ihr wollt bestimmt gleich springen und sehen. Auf jeden Fall in diesem Haus wohnt der Fußballspieler und am besten, lass mal einfach jetzt direkt gucken, weil ich habe ihn gesehen und ich will ganz kurz checken, wer das jetzt ist, Alter, weil, warte mal, ich gebe mal einen HSV-Mannschaft, weil wenn die hochbischen und sagen so, ja, so ein richtig guter und so, ah, hier, guck, nee, also ich, hey, guck mal. Das ist Jamie. Nein, Quatsch. Das Ding ist, keiner kennt ihn, deswegen macht es gar keinen Sinn, dass ich den Witz erzähle. Aber warte mal, ich suche ihn gerade. Luis Holpi, no. Khaled Nare, nee. Vielleicht haben die mich verarscht. Vielleicht ist das irgendwie einfach nur ein Jüngerer. Irgendwas. Warte mal, ich finde den gerade nicht. Aktuelle Bundesliga-Mannschaft. Also hier habe ich auf jeden Fall bessere Bilder. Das ist super. Ich scroll mal einfach kurz durch. Und wenn ich ihn jetzt sehe, dann weiß ich, okay, stopp, das ist er nicht. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Vielleicht spielt er gar nicht HSV und die haben einfach gedacht, er spielt da. Nee, nee. Oh, Daddy? Nein, Quatsch. Wo ist er? Viele Spiele? Ist er das? Nee. Oder? Nein. Ich glaube nicht. Leute, ihr könnt ja schon mal. Wie viele Spiele haben die denn, Alter? So, ich habe gerade noch mal ein bisschen geguckt. Und das ist der hier. Der hat sogar Wikipedia. Boah, ich weiß sogar. Guck mal. Boah, ich hab grad gedacht, da steht jemand. Ich kenne meinen Nachbarn so gut, dass ich sogar sein Gewicht kenne. 82 Kilo. Und das ist der Philipp Kostic. Ist der Fußballspieler. Steht als Leihspieler des HSV bei Eintracht. Hä, aber der spielt doch gar nicht hier. Das verstehe ich nicht. Der wohnt hier, aber spielt nicht in Hamburg? Angeblich spielt er hier in Frankfurt. Eintracht Frankfurt. Da macht es auch Sinn, dass die ihn nicht kennen, weil er halt nicht. Ja, gut. Ich dachte halt, ich kann rüberlaufen, so, yo, was geht, bro, Fußballspieler, weil ihr kennt das vielleicht.
Die Fußballspieler kennen wir ja, machen immer schön Partys und haben voll diese coolen Autos. So, ich dachte mir, hey, kann man sich wohl anfreunden mit denen. Philipp Kostic, aber der wohnt da nicht mal. Vielleicht ist er gerade da, ich weiß nicht. Wollen wir einmal rübergehen? Wollen wir einmal rübergehen und klopfen? Oder einfach mal klingeln, so Hallo sagen, so hey, ich bin der Simon. Die Frage ist, wie soll ich mich vorstellen? Moment mal. Erstmal ist die Frage, wie soll ich mich vorstellen? Ich sag einfach, ich bin auch Fußballspieler. Wo ist der Ball, Alter? Ich muss ja auch beweisen können, dass ich überhaupt Fußball spielen kann. Das Ding ist, wenn ich jetzt so hingehe, ne? Ich mach einfach so, klopf, klopf. Er macht die Tür auf, ich so, hi, ich bin der Simon, ich spiele auch Fußball. Kommt das cool oder das ist extrem affig? Nicht so geil, oder? Ich bin halt nicht der Beste in Fußball, aber vielleicht kann ich überzeugen, dass das doch irgendwie cool ist. Das war echt unangenehm. Hast du das gesehen? Am besten, falls ihr das gerade gesehen habt, das war bewusst. Ich habe bewusst den Ball weggekickt, sodass ihr nicht denkt, ich kann nicht spielen, aber ich bin halt nicht so der Geilste. Nein, was ich mir denke ist, wir gehen einfach mal rüber, also nicht jetzt, aber wir gehen einfach mal rüber und filmen das und sagen mal Hallo. Und oh nein, wir machen das bei 50.000 Likes. Bei 50.000 Likes sagen wir diesen HSV-Spieler oder Eintracht Frankfurt-Spieler, keine Ahnung, einfach mal Hallo. Wir gehen so mit Kamera hin, so hey, yo, ich mache YouTube-Videos, ich wollte dich mal filmen. Und dann fragt er, der schmeißt uns wahrscheinlich direkt raus, der schießt uns den Kopf oder so, dann schmeißt es mit einem Ball in die Fresse. Meinst du, die haben immer Bälle zu Hause? Fußballspieler Bälle zu Hause, auf entspannt, einfach da so? Nee, ne? Naja, ich würde sagen, gehen wir noch, oh, müssen einmal kurz hier genießen, diese Gegend, Alter. Schönes Wetter. Schöne, nasse Blätter. Oh. Digga, ich gehe da hin und sage, ich bin Rapper, Alter. Was ist für Fußballspieler? Ich sage, ich bin Gangster-Rapper. Naja, Leute, wenn ihr das sehen wollt, wie wir rübergehen und ein bisschen mit ihm mal quatschen, einmal mit Kamera oder wer auch immer, welcher Spieler es ist. Ich glaube, das ist der Philipp Kostic, weil die meinten irgendwas so, ja, itch am Ende oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht ist ein Schwarzer, ich weiß auch nicht. dann lasst auf jeden Fall den Ding da hoch und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen wieder, wo wir es dann vielleicht gemacht haben. Weiß man nicht. Seht ihr morgen. Ciao.